Ja, hallo, hier ist wieder Klaus von der älteren Generation. Ein weiteres Buch, das ich gerade lese, ist dieser Band hier von Luciano Floridi über die vierte Revolution, den ich mir auch aus der Bücherei geholt habe, weil der mir in der Anschaffung doch etwas zu teuer war. Es macht hier dieser Leihband macht einen soliden Eindruck, fest gebunden. Es geht hier um 300 Seiten insgesamt. Und der Autor heißt Luciano Floridi. Kann man sich also gut mal merken. Das erste klingt so ein bisschen nach Mafia und das zweite so nach Flora und Fauna. Die vierte Revolution. Ja, was waren die ersten drei Revolutionen? Weiß ich nicht genau, was der Autor jetzt darunter versteht. Also, ich denke mal die Dampfmaschine, dann irgendwie der Motor, der Verbrennungsmotor, dann vermutlich der Elektromotor und oder die elektronische Wende zu den Mikroprozessoren. Irgendwas wird da wohl so sein. Ja, der Autor Luciano Floridi ist ein Professor von Oxford. Der ist Professor für, jetzt haltet euch fest, für Informatik, Philosophie und Informatik. Ethik, wird man sagen, ja, was hat Informatik und denn mit Philosophie und Ethik zu tun? Ein Italiener in London, der also Philosophie studiert hat, der aus dem italienisch-römischen Bildungsbürgertum kommt und auf dieser Basis diesen Band hier gestaltet hat. Der Band ist ein Meisterwerk, ein Lebenswerk, sage ich mal, so kommt mir das Ganze vor. Also am Ende, da hat er Monate, Jahre dran gesessen. Am Ende haben wir ein Register. Da findet man also Namen wie Bacon, Cyberjob, Cyberkrieg, Facebook, Identität, Netze, Infranet, kleine Muster, Locke, Politik, Privatsphäre, Turing, Technologie, Washingtoner Konsensus und so weiter. Web. Dann hat er ein Abbildungsverzeichnis mit insgesamt 24 Nachweisen von Abbildungen. Dann gibt es des Weiteren hier ein Personennachregister, also ein Literaturverzeichnis. Asimov kommt hier vor, Aristoteles, Benjamin W., Berners-Lee, Brown, ja, die diverse Kraters, Kuan, Kukier, Dreyfus, Tetsch, The Economist, Feynman, Fisherman, Floridi, Freud, Sigmund, die Schwierigkeit der Psychoanalyse, Goldstein, Gogol, Herzfeld, Hobbe, Lessig, McCarthy, McKellen, Marwick, Mills, O'Reilly, Platon, Rawls. Ja. Weinberger, Weaver, Wittgenstein. Ja, nach dem Literaturverzeichnis von hinten aus gesehen,
gibt's nochmal so Anmerkungen zu jedem Kapitel. Das Buch hat also 10 Kapitel. Und zu jedem Kapitel hat er hier nochmal so eine Anmerkung, so ein für weiterführende Literatur und so weiter. Ja, nach dem Literaturverzeichnis kommen dann die Nachweise zu dem einzelnen Kapitel, dass er also Anmerkungen auch nochmal hat. Zum Vorwort, zu den Danksagungen, zu jedem einzelnen Kapitel. Ja, und dann sind wir bei Seite 286, wo eigentlich dann der normale Text endet. Tja, dann schauen wir uns nochmal vorne an. Der Inhalt besteht also aus 10 Kapiteln. Erst Kapitel geht es um die Zeit, dann geht es um den Raum, dann die Identität, um das Selbstverständnis, die Privatsphäre, die Intelligenz, Handeln, Politik, Umwelt und Ethik. Ja, bisher habe ich das Kapitel 1 gelesen und bin im Moment noch im Kapitel 2 über die Infosphäre. Ja, Kapitel bei der Zeit, hat mich jetzt erstmal überrascht, dass er von einer Vorgeschichte, von einer Geschichte und von einer Hypergeschichte, von einer Hypergeschichte ausgeht. Also er teilt die Zeit, die Evolution in drei Teile. Und wir leben jetzt hier also als Staat der OECD, als OECD-Staat Bundesrepublik in der Hypergeschichte, weil wir quasi einen Großteil des Bruttosozialproduktes mit ITK, also mit Informatik und Kommunikationstechnologie verdienen. Auch wenn wir jetzt nicht gerade jetzt das Musterland sind in Sachen IT, aber so der Finanzmarkt, die Banken, die Versicherungen und so, die leben natürlich zu einem großen Teil auf den Dienstleistungen, die sie mit Hilfe von ITK erbringen. Und auch jetzt die Wissenschaften und so weiter. Also im ersten Kapitel geht es über die Hypergeschichte. Da finden wir auch so einige Grafiken über die Armut in der Welt. Dann wird nochmal über den typischen Lebenszyklus der Information, über Instruktionen, über das Moore'sche Gesetz, das also die Verdopplung der Transistorenzahl alle 2 Jahre stattfindet. Dann sind da die Kosten, die ein iPad entsprechende Rechenleistung hat, die werden hochgerechnet, was also das so kostet. Dann der Wert in Dollar, der in Autos durchschnittlich verbauten Halbleiter. Und dann haben wir die Zunahme der Weltbevölkerung. Der Gesamtraum der Konnektivität im Verhältnis zur Zunahme der Weltbevölkerung. Das Anwachsen von Big Data. Da sieht man also, dass das hier fast exponentiell hochgeht. Ja, dann war es das auch schon mit den. Dann hat er hier noch ein Megalfisch-Gesetz, den Nutzen eines Netzwerkes aus N Knoten. Das heißt, je mehr Knoten ein Netzwerk hat, desto größer ist der Nutzen. Ja, das war es auch schon für das erste Kapitel. Ja, der Stil ist nicht so ganz einfach. Da muss man langsam lesen. Manchmal sogar den Satz 2-3 Mal lesen, um den Inhalt wirklich auch aufzunehmen. Manches zu bedenken,
das Direktivgesetz also schon einiges voraus an Zeit und Willen, das durchzuarbeiten. Die Lektüre ist nicht ganz einfach, wie gesagt, es sind Professoren von Professoren der Philosophie, sich mal dazu herablassen, so Bücher für Normalsterbliche zu schreiben, dann weiß man, was man zu erwarten hat. Aber er hat sich hier große Mühe gegeben, das verständlich zu schreiben. Also, wenn man so manche Soziologiebücher heute liest, da ist das hier geradezu einfach. Aber es ist halt eben nicht simpel. Übrigens, Floridi, um mal einen Begriff zu nehmen, wo man den einordnen könnte. Floridi gehört meiner Meinung nach zu den High Potentials. Also, der hat eine Kommission, eine Forschungskommission geleitet, der Europäischen Kommission. Die Europäische Kommission, die ist ja interessiert so an manchen Entwicklungen, unter anderem auch an der Entwicklung, wie jetzt ITK sich auswirkt auf das Zivilleben. Und Floridi hatte eine Konferenz, eine Forschungsgruppe mit weiteren kompetenten Experten geleitet. Und diese Wissenschaftsgruppe hat ein Manifest herausgegeben, das nennt sich OnLife Manifest. Das steht im Internet, ist dort zu finden. Auf Deutsch nicht, aber in Englisch. Dieses OnLife Manifest hat nur 8 Seiten. Ist also nicht sehr umfangreich, aber die Mitglieder dieser Forschungsgruppe, die haben natürlich noch so ihre eigenen Standpunkte dazu gehabt und entwickelt. Und diese alle sind in einen Spezialband eingegangen, der vom Springer Verlag herausgegeben wird, auch mit dem Namen OnLife Manifest oder so ähnlich, das man käuflich erwerben kann. So, das soll es jetzt für heute gewesen sein von hier aus.